Ja, Ladies und Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich will mal was testen, Leute. Gegenstände. Also eine weitere Folge von Red Dead Redemption 2. Entschuldigung. So, jetzt müsste das ja eigentlich ein gutes Fell sein. Ich habe mit dem Bogen geheadshottet. Perfekt! Ah, nicht ablegen. Okay. So probier, so funktioniert, okay. Also tatsächlich so, wie ich es vermutet habe. Alles klar. Nicht damit ziehen, Arthur. Okay, dann ich wollte das wie gesagt nochmal gerade ausprobieren. Jetzt darf man natürlich nicht sterben. Noch ein perfektes. Er läuft bei mir. Wo ist mein Pferd? Ja, natürlich doof, wenn sie jetzt sterben. Gut, das sind nur zwei perfekte Fälle, aber... Was wir noch machen könnten, ist... Das gehäutete Tier uns mal auf das Pferd legen. So, die Rückgrate Amerikas. Liken ain't the problem. Trusting is, as I said. Keep your voices down. I don't want my boss hearing. This is a sideline. Of course. Look at us. Honest as the day is long. Exactly. I tell you what. Let us prove ourselves. Prove ourselves? To this clown? What you talking about? Good day, Hosea. Good luck with your business dealings. Listen. He's rough and ready and quick with his tongue, but I swear you can trust him and trust me. I'm an old man. You're not old, Seamus. I'm old enough. And you know why I ain't dead? You don't trust idiots. Exactly. We're not... Idiots. Let us prove it to you. Okay. I'll tell you what. Arthur. Old Bob Crawford and his boys just bought a beautiful stolen stagecoach from upstate. It's in their barn. Now you go get that. And then we can work together. Who's old Bob Crawford? An acquaintance of mine. So you want us to take out your competition? Well, he's not just an acquaintance, but a cousin. By marriage. I also want to see if you boys got what it takes. Now, you survived that. Where is he? Well, he's in a farmhouse just northwest of here called Carmody Dell. It's just up the train tracks as you're heading up towards Fort Wallace. There's also some money in that house, but that's your business, not mine. But don't kill nobody. Folks know we ain't intimate no more, and they'll know it was me. But you're fine with us robbing your cousin. By marriage. And yes, I'd love it. You heard the man. Let's go rob his cousin. By marriage. Marriaged.
habe nur das Befürchtnis, dass wir dann, wenn wir die Couch klauen. Couch? Wie komme ich denn jetzt auf Couch? Really? Lead the way. He said the place is just northwest of here. Wie komme ich auf Couch? Wenn wir die Kutsche stehlen, dass dann das Pferd verschwindet und dass dann. Ah, ist egal, das sind jetzt noch ein paar dumme Felder. Was laber ich? Felder? Was laber ich denn eigentlich für eine Scheiße? Es sind nur ein paar dumme. Mann, Couchfelder. Ich meine Felle. Alter, was ist denn nur los mit mir im Moment? If the two of us can't steal the stagecoach from Seamus's old crooked cousin by marriage, we should hang up our hats now. Was füllt denn, starkes Wunder. Toll, komm, okay. Weil wir sollen da keinen töten. Das ist wichtig. Ich glaube, dass das Vieh dann irgendwann bei mir auf dem Pferd anfängt zu stinken. Für den Singleplayer haben sie dann ja nichts mehr da rausgebracht, oder? Keine DLCs. Die haben es ja dann auch, glaube ich, nur auf den Multiplayer beschränkt. Up ahead. We should go on foot from here. Let's see what we're dealing with. Come on. Ich würde vielleicht gerne mal noch Gewehre mitnehmen. I see the barn in the back. Stagecoach has to be in there. Ah, okay. Irgendwo hatten wir doch ein Fernglas. Nein. Laterne. Nahkampflaterne. Gegenstände, da haben wir's. Is there anyone? Nope. Okay. I reckon we can do it now. Sneak in, I'll get the coach. You can try the house. Or wait until morning when I'll head over, distract them by putting on a little show. While you sneak into the house, find what you can, and then get the stagecoach. What do you think? Wie machen wir das in der Nacht? Let's do it now. All right. I reckon we're ready. Let's go. Das Problem ist, ich darf keinen umbringen, ja. Maybe take a peek through the windows before you go in. Okay. Make sure it's all quiet. Ich dachte, das wäre optional gewesen, dass wir nur die Kutsche holen und ins Haus rein können, oder? Okay, wir müssen aber anscheinend beides machen. Die Uhrzeit sollte eigentlich alles. Sollte eigentlich jeder spätestens dann. Und die Uhrzeit sollte eigentlich jeder. Guck mal, kurz vor zwei. Ich dachte, da steht einer, aber es ist so eine Laterne neben der Tür. Probieren wir es mal. Das wird eh so eskalieren.
Okay. Zehn von 45. Sieben, zwei. Okay, wir müssen auch noch nach oben, oder was? Möhre. Na super. Der wird doch wach. Grüßen. Geht schon gerade so ein bisschen das Adrenalin. Hier ein 30 von 45. Platinuhr, hat ganz schön viele Uhren hier. Dumm, dumm. Get on, dear boy. Come on, get on and let's head back. Haha. Pferd. Folgt ihr uns? Ja, die folgen uns. Die folgen uns. Mach das mit dem, Deadeye ein bisschen Sorgen. Wo sind Zigaretten? Ausdauer. Lief gerade besser als ich dachte. Ich dachte, der wacht auf und macht da voll das Drama. Aber das wird wahrscheinlich noch ein Nachspiel haben. We could have at least got the rest out if it was hidden someplace else. No, I think we've learned our lesson there. And a few other lessons besides. Okay, here we are. Just pull the coach into the barn there. Hello, Seamus. We met your cousins. How was it? Fine. Nice people. Park that thing in here. Quickly. Erledigt. Nice work, Hosea. Ich hab dir gesagt, wir sind gut. Like I said, coarse but competent. Here. Thank you. If you find any other coaches that need selling, I'll see what I can offer you for it. Ah. Discreet. You know. Kutschendealer. Goodbye, gentlemen. I'm heading back to camp, I think. You coming? Jo. Sure. Wir müssen das Fleisch und alles abgeben. Das blutet mir schon das Pferd hinten voll.
Ja, cool. Schnellreise. Wieso habe ich denn wieder nur, ich habe doch alles richtig gemacht. Plündere alles. Ach Gott. Wir werden wahrscheinlich nie mehr über Bronze kriegen, Leute. Kaufgeschirr, besuche hier, um Wertsachen und illegale Waren zu kommen, ein Amulett oder ein Talisman herzustellen, alles klar. Moin, Dutch. Du bist gar nicht Dutch. Alter, der Bauch guckt da nur aus. Spenden? Auf dem Pferd. Now this I can work with. Good job, Mr. Morgan. Es ist die Frage, habe ich das jetzt richtig gemacht? Ja, habe ich richtig gemacht. Ich muss ihm das spenden. Und, Hirschfell, Hirschbockfell, Apitifell. Und dann kann ich, okay. Tasche für Zutaten, Tasche für Ausrüstung. Pantherfell, Apitifell, okay. Alles klar. Ich würde vorschlagen, dass wir das mal in einem Stream machen. Dass ich da einfach mal 5-6 Stunden nur rumreite und einfach nur. Ist die Frage, steht denn jetzt noch an? Da steht nochmal Geld eintreiben an. Hier unten steht, ach so, die müssen wir vielleicht mal machen. Das sind diese, ich würde mal sagen, dass wir das nächste Folge machen. Das sind diese, wie heißen sie? Gunslinger. Better world for ourselves. Not go backward, but go forward. With hope. Aber ansonsten gibt es ja erstmal nichts zu tun. Wir könnten uns ja einfach mal hinlegen. Ich weiß leider immer noch nicht, wie viel von der Zeit her sind, weil ich einfach kein Timer mehr hier habe. Das nervt mich. Das Brief. Ich sollte mal was überlegen. Dear Arthur, I've written this letter 100 times or more and I cannot get it right. It's me. You know it's me from the bad handwriting. I know I said when we last spoke and I was going off to get married that we would not speak again. I know I said a lot of things, and I meant them, I suppose, at the time. But I'm not so proud as to not speak to people who care for me, or cared for me. I've been in Valentine for a couple of months. I had some bad luck, and, well, it's a long story and not an interesting one. But I am here for now. I saw a couple of the girls, or whatever the polite term is for them, that ran with you and your associates in town. And I heard tell of a man who sounded like you. I would love to see you again. Oh. If you could spare me a little bit of your time. I'm renting a room at Chadwick Farm, just north of Valentine. Yours, Mary Linton. Oh, das ist ja so schön. Mr. Morgan, can I... Musst du jetzt gerade den schönen Moment unterbrechen? So it seems. Anyway, it's that fellow Downs. The do-gooder? Exactly. We lent him quite a sum. It seems like he has little intention of repaying us. He was quite ridiculous when I went to see him. You've not been to see him yet, nein. I take it. Wollte ich... I'm sorry, Herr Strauss. Had a lot on. I'll go give him a gentle reminder. Not so gentle. I don't like his kind. Superior. As you wish. Gut, aber ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal Feierabend. Ich denke mal, das war uns nächste Folge. Oh, er will dann. Ne, die anderen Missionen sind weg. Ich muss dahin. Okay, läuft.
Also wir uns nächste Folge um das hier kümmern. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Bis dann, ciao.